Oh, unsere Resolution wurde abgeschmettert. Wir haben ein Veto von Frankreich und von Großbritannien und von den USA. Und dann noch eine Gegenstimme von Äquatorialguinea, Nepal, Senegal, Ukraine, Uruguay und wer hätte es gedacht? Japan. Schade. Ich glaube, das mit der permanenten Mitgliedschaft im Sicherheitsrat wird wohl auch nichts. Naja. Agent eingeschleust. Agent eingeschleust. Schön. Und Agent eingeschleust. Alles schön. Alles schön und gut. Weiter geht's. Schwimmweltmeisterschaft in Clermont-Ferrand. Ermutigung. Clermont-Ferrand. Interessant. Unsere Sportler sind Frankreich, nicht wahr? Dann Agent nicht geschützt. Ich schaue nochmal in die Energiepolitik rein. Das war hier. Bin ich noch was ab? Ja, wir können natürlich wieder was abreißen. Sehr schön. Ich reiße doch so gerne ab. Aus dem Hotel. Witzig. Entschuldigung. Und up, da, so. So, Polo Ben fragt, schaut ihr lieber Extra 3, Heute Show oder Neo Magazin? Gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich nur die Heute Show regelmäßig schaue. Warum das nur die Heute Show ist, kann ich dir aber gar nicht sagen, weil die anderen auch nicht schlecht sind. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich müsste einfach nur anfangen, die anderen Sendungen regelmäßig zu schauen. Unsere Wachstumserwartung für das steigende Ende Prognose. Schön. Arbeitslosenquote auf 7%. Rückgang. Okay. Auch gut, schätze ich. Dann hatten wir noch weitere Witze. Und zwar Bühne 8 schrieb, mein größter Erfolg war meine Geburt, da kam ich ganz groß raus. Grins. Den kannte Polo Ben schon. So. Malte schreibt, mal extra 3, mal heute Show, aber eigentlich eher selten. Ich mache mir im Kopf meine eigene Satire. Das ist auch gut. So. Und Polo Ben schreibt, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Die Feststellung und Grüne 8 schaut lieber die heute Show. Wenn ich die Nachricht richtig deute, ja. Gut. Dann klicken wir weiter und dann können wir vielleicht wieder mal was abreißen demnächst. Wäre auch interessant zu wissen, wann mal die Forschungszentren fertig sind, dass wir da neue Forscher einstellen können. Am besten noch bevor wir Vollbeschäftigung haben, sonst kriegen wir keinen Forscher mehr. Oh, in der Organisation waren gerade nur noch 4 Leute. Da wird es ja bald Zeit, dass wir mal Organisationen auflösen können. So, Agent eingeschleust, das ist schön und gut. Rekrutierung, sagt der Verteidigungsminister. Ja, es geht ja nicht so schnell, wie du es gern hättest. Ich gebe ja schon mein Bestes, was das angeht. Meine Güte, Güte. So. Hier. Machen wir doch schon. 15.000 ist angestiegen. Was will man mehr? So. Dann Operation, die von Nordkorea Befreiungsfront Terrorwasserschlacht. Genau. Schön gut. Agent nicht geschützt. Rein, raus mit dir, wie auch immer. Dann neue Generation von RFID-Chips. Schön. Und Treffen verlangen. Ja, gut, machen wir doch mal. Äthiopien oder so war das, glaube ich, ne? Genau. So. Ich schaue nochmal hier rein. Ist ja schon was Neues. Oh, ja, und was? Und wie viel auch noch? Moment. Das geht alles auf einmal weg. So, jetzt müssen wir uns wieder neue Sachen überlegen. Transport, würde ich sagen. Ich würde nämlich ganz gerne mal Ich würde gerne mal hier zum Beispiel U- und Straßenbahn ausbauen. Auch für die Umwelt und so.
Ah, oh, es gehen nur 5 auf einmal, das ist ja furchtbar. Nicht ICE. Das war der Todesstoß. Weg da. U und Straßenbahn. Ja, ich glaube, ich mache das doch nicht so lange. Ich sag mal bis 50 und dann ist erstmal Feierabend. Da kriegt man sich ja auch tot. Im Moment, wir haben es gleich. 42, 47, noch 3. So, jetzt haben wir 50. Dann können wir noch Autobahnen bauen. Wie viel auf einmal? 708 Kilometer. Wir können ja mal mindestens runden. Komm. So, 879 wären 121, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, genau. So. Das haben wir auch gerundet. Die ICE kann man nicht runden, die Kilometer, weil man das nicht so genau kontrollieren kann. Und dann müsste ich mal die Chat-Nachrichten lesen. Die Handvoll, die da rausgekommen ist in der Zwischenzeit. Einen Moment, ich klicke jetzt und starte wieder den Versuch. Und zwar hat Malte geschrieben. Ich gebe mal ein Beispiel. AfD Neujahrsansprache. Ihre Politik ist auch da Programm. Rückwärtsgewandt wie immer. In 4 zu 3 und 480p. Oh, wobei, vielleicht ist das sogar so. Wer weiß. Kann man noch nicht sagen. War ja noch nicht der Fall. So, und Grüne 8 fragt, wenn eine E-Lok in den Osten fährt, wohin geht dann der Dampf? Aus dem Schornstein von dem Kraftwerk, wo der Strom produziert wird, würde ich sagen. Also nach oben, von dem Schornstein aus, nach oben. Ich klicke mich jetzt einfach mal hier durch bis 200, dann haben wir das hinter uns, das Runden. Malte sagt, das war kein Witz. Das war echt kein Witz. Haben die das wirklich gemacht? Oh je. Die AfD hat wirklich ein Billo-Video gemacht. Auf dem Stand von zig Jahren, von vor zig Jahren. So wie zu der Zeit, als YouTube rausgekommen ist, ungefähr. Ach du Schande. Das sollte mal ein Zeichen setzen, dieser Fakt, wenn der so ist. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich hätte mich wirklich schockiert. Das kann man doch heute nicht mehr bringen. Ich meine, es wäre so einfach, das auf hoher Qualität zu machen. Es wäre doch so einfach. Ich meine, sogar ich schaffe das. HD-Videos zu machen. Krass. Okay. Dann schreibt Polo Ben. Kennt ihr den sächsischen Adventskalender? Jeden Tag wird ein neues Flüchtlingsheim angezündet. Krass. Das war jetzt aber ein... Ich hoffe, das war ein Witz. Ha, ha. Aber man mag es fast glauben. Wobei, ist es nicht so in letzter Zeit so ein bisschen aus der Mode gekommen, die Flüchtlingsheime anzuzünden, oder wird das nun nicht mehr in den Nachrichten gebracht, weil es nicht mehr so besonders ist oder weil ich es nicht mitkriege? Vielleicht kriege ich es aber einfach nicht mit. So, Malte schreibt, ich kann hier leider nichts verlinken, aber guck hier mal bei YouTube nach dem Stream AfD Neujahrsansprache. Okay. Gut, kann man mal machen, ne? Das ist schockierend auf jeden Fall, was du da erzählst. Wahnsinn.
deswegen bin ich den rechten Parteien kritisch gegenübergestellt. Genau deswegen. So. Ich würde jetzt gerne was ausbauen, aber ich habe alles so schön gerundet. Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, wir gehen jetzt mal an die Kultur. Und runden da weiter. Und zwar, Theatersaal. Runden wir um 7 hoch. Um 7 wollte ich das hochrunden, geht aber nicht. So. Auf 40. So. Dann den größeren auf 20. Dann runden wir heute mal kräftig. So. So. Und Malte schreibt, nee, mittlerweile beschwere ich mich über die Polizei und die Nafris. Du meinst über die Wortwahl, nicht wahr? Oder meinst du die Menschen, die damit gemeint sind? Wahrscheinlich die Wortwahl. Ist auch unglücklich gelaufen, schätze ich mal. Denn ich meine, es ist ja so, ich muss jetzt auch noch selbst entscheiden, wo das hin soll, der Theatersaal. Die Statistik sagt, dass tendenziell eher diese Leute, um die es geht, Mist bauen. Man darf natürlich nicht verallgemeinern, aber statistisch gesehen ist es ja nicht weit weg davon, oder? Aber klar, natürlich. Die haben die ja damit verallgemeinert. Ach so. Malte meint die Diskussion darüber. Ja. Man kann sich auch extrem angegriffen fühlen, mehr als nötig. Das ist auch so, ja. So, Gwangwondo und ich gebe es 10. Yongido. Und dann noch 2. Yongsangbukdo. Klingt fast wie Timbukdo, aber das ist, glaube ich, in Mali. Und Gyeongsangnam-do. Dann städtische Theater. Darf ich jetzt hier wieder verallgemeinern? Danke sehr. Wie viel will ich haben? 20 will ich haben. So. Malte meint, also von daher soll die Polizei das Problem doch beim Namen nennen. Ja gut, aber das verallgemeinert ja trotzdem, ne? Es sind ja nicht alle Anführungszeichen unten Nafris, Anführungszeichen oben das Problem, ne? Aber tendenziell ja statistisch gesehen schon eher die, also einige von ihnen als einige von den anderen, von den herkömmlichen Menschen, die man in Deutschland antrifft, oder der Mehrheit an Menschen, die man in Deutschland antrifft. Ja, ist schwierig. Andererseits, man muss ja auch irgendwo anfangen, wenn man die Leute kontrolliert, ne? Klar ist das Problem, dass können alle straffällig werden, ne? Aber man hat es ja beim letzten Jahr in Köln bei der Silvesterfeier so mehr oder weniger festgestellt, wie die Menschen aussahen, die das waren, ne? Natürlich darf man nicht verallgemeinern. Aber ja. Ist die Frage, wo fängt man an, ne? Wie macht man das? Jetzt muss ich mich entscheiden, wo ich denn was bauen will. Wie heißt die Region, wo Pyongyang ist? Warum steht hier kein Stadtname? Hier ist Pyongyang, ne? Pyongyang Sinamposi. Okay. Dann Achso, ich habe eine Chatnachricht unterschlagen, und zwar von Grüne 8. Grüne 8 hat geschrieben, die Grenzen zwischen schwarzem Humor und Rassismus sind sehr leicht zu überschreiten, genauso wie die Grenze Frankreichs. Hihihi. Witzig. So.
Hier wollte ich eins hinbauen und eine Staatsbibliothek bauen wir auch dahin. In die Hauptstadt. In die Hauptstadt. Ja, in die Hauptstadt. So, und Monument, das dem Staatschef gewidmet ist, ist natürlich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wie viel haben wir? 3. Bauen wir mal 7. So. Und eine Gedenkstätte. Bauen wir mal 6 Gedenkstätten. Über das Land verteilt. So, und dann gehen wir jetzt noch über zu... Moment, ich muss noch runterscrollen im Chat, damit ich da noch das Aktuellste mitkriege, denn das war gerade verscrollt. Und dann gehen wir rüber zum Sport. Bum, 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 danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.